Hallo, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind bei unserem Webinar heute. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über das Thema zu sprechen. Welche Auswirkungen wird die Corona-Pandemie auf den Klimawandel und auch auf die Klimaverhandlungen haben? Ich freue mich, dass wir drei Gäste für unser Webinar gewinnen konnten. Die werde ich Ihnen gleich vorstellen. Ganz kurz möchte ich aber noch mal thematisch einführen. Also ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Welt sich gerade in einem tatsächlichen Ausnahmezustand befindet. Das normale gesellschaftliche Leben ist fast überall aus dem Takt. Die wirtschaftliche Produktion ist extrem gedrosselt oder sogar ganz eingebrochen. Und die gesamte Aufmerksamkeit, auch die mediale Aufmerksamkeit, richtet sich zu Recht auf die Eindämmung der Infektion und auf die Bewältigung der Herausforderungen, die sich bei der Versorgung der Erkrankten stellen. Ich habe letztens in einem Kommentar gelesen, so den flapsigen Satz: Jetzt ist Corona dran, das Klima kommt später. Ganz so einfach ist es nicht, denn der Klimawandel macht keine Pause, auch wenn die Treibhausgasemissionen im Moment massivst eingebrochen sind. Aber irgendwann wird sich diese Ausnahmesituation auch ganz bestimmt wieder ändern. Wahrscheinlich werden wir Schritt für Schritt raus aus den aktuellen Beschränkungen kommen, um uns dann peu à peu wieder hin zu einem vermutlich ähnlichen Leben, wie wir es vorher kannten, zu bewegen, mit den dann auch wieder wahrscheinlich sehr stark ansteigenden CO2-Emissionen. Und 2020 sollte darüber hinaus oder ist darüber hinaus ein extrem wichtiges Jahr für die Klimadiplomatie. Denn wir befinden uns 5 Jahre nach dem Abschluss des Pariser Klimavertrages. Und in Paris ist damals vereinbart worden, dass die nationalen Klimaschutzziele, die sogenannten NDCs, alle 5 Jahre nachgebessert und auf ambitioniertere Ziele ausgerichtet werden sollen. Wenn man die nationalen Klimaschutzziele von 2015 zusammennimmt und guckt, welche Wirkung sie erzielen würden, dann würde man die Klimaschutzziele von Paris aber mal so richtig mit Anlauf verpassen. Und umso wichtiger wäre es jetzt, richtig ordentlich nachzulegen. Also jetzt, wo es das erste Mal turnus- und vertragsmäßig notwendig ist, diese Indizes nachzubessern. Ja, und ausgerechnet dann eben, oder Sie wissen es alle, dass die COP, also der Klimagipfel in Glasgow im Herbst, auch der Pandemie, naja, zum Opfer gefallen ist nicht, aber zumindest um ein Jahr verschoben worden. Auch deswegen haben wir Sie heute eingeladen zu dem Webinar unter der Überschrift: Welche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Klimawandel und auf die Klimaverhandlungen sind zu erwarten? Und wir möchten über Fragen sprechen, wie es mit den internationalen Klimaverhandlungen weitergehen kann, nachdem Glasgow abgesagt ist und nachdem in Madrid ja noch relativ viel Luft nach oben gelassen wurde. Welche Chancen und welche Risiken birgt das Wiederaufleben des in Anführungsstrichen normalen Lebens und den zu erwartenden Konjunkturprogrammen in der Nach-Corona-Zeit? Und was braucht es, um die Nach-Corona-Welt nachhaltig auf einen Weg zu einer zunächst emissionsärmeren und dann zu einer emissionsneutralen Welt zu bringen? Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Chat. Dort können Sie Ihre Fragen reinstellen. Wir werden uns im Teamwork bemühen, diese Fragen so zu gruppieren, dass wir uns diesen Fragen widmen und sie an die Experten weitergeben können. Und ich werde Ihnen alle drei nun kurz vorstellen, dann ein, zwei Fragen stellen und dann es für Sie öffnen, um genügend Raum und auch Zeit für Ihre Fragen zu geben. Statt die Reihenfolge zu würfeln, habe ich mich einfach für den klassischen alphabetischen Weg entschieden und beginne deswegen mit Professor Dr. Niklas Höhne. Er ist Leiter und Geschäftsführer des New Climate Instituts in Köln und Professor für Mitigation of Greenhouse Gases in der Uni Wageningen in den Niederlanden. Er war einer der Hauptautoren des 4. und 5. Sachstandsberichtes des IPCC, viele Jahre auch einer der Autoren des UNEP Emission Gap Reports und ist schon meines Wissens seit Mitte der 90er Jahre immer ganz, ganz nah dran an den Klimaverhandlungen. Herr Höhne hat den Climate Action Tracker, der vielen von Ihnen vertraut sein wird, mitentwickelt, der die nationalen Klimaschutzziele aller Länder immer evaluiert und auch umrechnet in eine zu erwartende Temperaturanstiegsprognose, sage ich mal so flapsig. Herr Höhne, wenn ich mich richtig erinnere an den Dezember letzten Jahres und die Climate Action Tracker Prognose rauskam, dann waren wir auf einem etwas über plus 3-Grad-Ziel verglichen zu den vorindustriellen Temperaturen. Wenn wir jetzt wissen, dass dieses Jahr die Klimaschutzziele nachjustiert werden sollen, wir ein massives Auf und Ab in diesem Jahr der CO2-Emissionen zu erwarten haben
und nicht genau klar ist, wie schnell global die Wirtschaft sich erholen wird. Inwiefern könnte es denn für Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen schwieriger werden, am Ende des Jahres diese Prognose so zu setzen, wie Sie es sonst auch getan haben? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo in die Runde. Ja, in der Tat, durch die Corona-Krise haben wir sehr viel höhere Unsicherheit, wenn es darum geht, wie sich erstmal die globale Ökonomie, aber auch dann die Treibhausgasemissionen entwickeln werden. Und das große Augenmerk ist jetzt natürlich, bei allen diese Krise zu bewältigen, erstmal die Gesundheitssituation in den Griff zu bekommen und auch die kurzfristigen ökonomischen Probleme zu lösen. Aber wie Sie schon sagten, was sehr wichtig ist, ist den Klimawandel nicht aus dem Blick zu halten. Die Emissionen, wie sie sich entwickeln werden dieses Jahr, ist schon schwierig vorherzusagen, bis 2030 noch viel schwieriger. Und die Hauptunsicherheit da ist die wirtschaftliche Entwicklung. Ob wir nur einen kurzen Dip haben sozusagen, ob dann die auf das, wo wir vorher waren, oder ob es einen längeren Shutdown gibt und es zu wirklichen Verwerfungen kommt und dann auch wesentlich langsamem Wirtschaftswachstum und dann auch wesentlich geringeren Emissionen. Was ganz, ganz wichtig ist, ist in dieser Situation. Bei mir ist Herr Höhne jetzt rausgeflogen. Wir warten vielleicht noch mal kurz. Herr Höhne, Sie waren kurz weg. Vielleicht, was ganz, ganz wichtig ist, war das Letzte, was ich gehört habe, wenn Sie dort ansetzen. Jetzt habe ich ein bisschen Echo, aber ich hoffe, Sie können mich wieder hören. Ja. Ja, also ganz wichtig ist jetzt dabei, wenn es darum geht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, genau die richtigen Schritte zu tun und eben den Klimaschutz dabei nicht zu vergessen. Wir werden so viel Geld in die Hand nehmen bei den Konjunkturpaketen, die jetzt kommen oder die schon gekommen sind. Da müsste etwas für den Klimaschutz dabei sein, sonst wird es sehr schwierig mit dem Klimaschutz allgemein. Worauf es da ankommt, werden wir sicherlich ja im Laufe dieses Webinars noch ein bisschen ausführlicher sprechen können. Ich gehe dann weiter voran in der Vorstellung der Experten. Das Alphabet bringt dann jetzt Wolfgang Obergassel in unseren Fokus. Er ist seit 2002 am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und dort Co-Leiter des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik in der Abteilung Energie, Verkehrs- und Klimapolitik. Herr Obergassel, ich kann mich gut erinnern, dass Sie in einem Webinar Ihres Wuppertal-Instituts Ende März einen Vortrag gehalten haben, der die Überschrift hatte, der Fahrplan nach Glasgow. 2-3 Tage später kam dann die Absage und ich hatte während des Webinars aber gar nicht das Gefühl, dass irgendjemand von den Teilnehmern schon was hat läuten hören, dass das so konkret und so kurzfristig bevorstehen könnte, die Absage. Wie überrascht waren Sie denn davon? Das war in der Tat überraschend. Also wie Sie sagten, wir hatten das Webinar. Es wurde auf dem Webinar auch erwähnt, dass das Büro der COP an dem Tag tagen würde, genau zur Frage, wie es denn jetzt weitergehen würde. Aber es hatte in der Tat niemand erwartet, dass sie sich direkt zu einer Verschiebung schon entschließen würden. Wir hatten eher gedacht, dass sie erst nochmal abwarten würden. Ist aber letztendlich eigentlich auch folgerichtig. Nicht nur aus Grund des Infektionsschutzes, sondern dass die Vorbereitungsprozesse verschoben werden würden. Das war damals schon abzusehen. Ja, und ohne vernünftigen Vorbereitungsprozess kann man natürlich dann auch keine vernünftige COP machen. Und als dritten Experten möchte ich jetzt Professor Dr. Raimund Schwarze begrüßen und vorstellen. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Klimawandel und Extremereignisse im Department Ökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig und er hält als Professor für Volkswirtschaftslehre Vorlesungen für internationale Umweltökonomie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Herr Schwarze, ich kann mich gut erinnern, dass wir beide ein paar Tage bevor der Klimagipfel in Madrid stattgefunden hat, miteinander gesprochen haben und Sie mir so ein bisschen in die Spur geholfen haben, worum es denn da substanziell gehen wird. Und noch zur Halbzeit von Madrid waren Sie ziemlich optimistisch, dass es zu substanziellen Fortschritten kommen könnte. Am Ende ist es ja so, dass die COP des letzten Jahres als so ein bisschen enttäuschend in die Geschichtsbücher eingetragen wurde. Ist mit diesem Wissen und vor diesem Hintergrund die Absage des Klimagipfels in Glasgow vielleicht noch mal besonders schmerzhaft, auch vielleicht, weil vieles zum Abschluss gebracht werden sollte, was im letzten Jahr es dann nicht mehr ganz über die Messlatte geschafft hat? Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Wenzel. Besonders schmerzhaft. Ich würde es fast ein
GAU nennen. Also für mich ein völlig unerwarteter, größter anzunehmender Unfall. Wir gehen mit der Verschiebung ins dritte Jahr ohne ein Regelwerk für die Umsetzung des Paris-Abkommens. Das ist, um es mal kurz zu sagen, gescheitert an einigen Regelungen zum Emissionshandel, die vielleicht einmalig viel weniger an Emissionen in die Atmosphäre geschickt hätten, als jetzt die Corona-Krise uns erspart. Das kann man nicht gegeneinander aufrechnen, aber wir müssen, glaube ich, jetzt Regeln suchen, wie wir pragmatisch schnell zu einer Lösung kommen, auch mit virtuellen Verhandlungen zu einer Umsetzung des Regelwerks von Paris. Das ist für mich die größte Herausforderung, neben den Ambitionen, jetzt das Regelwerk festzuklopfen. Denn ich sehe schon in Randbereichen, etwa zum Flugemissionen, dass die Grundlagen des Paris-Abkommens oder die Grundlagen hier der Regelung für den Flugverkehr über die ICAO aufgemacht werden, wieder mit dem Hinweis auf die Corona-Krise. Und da müssen wir jetzt einfach eine Verfassung dagegen setzen, die standfest ist. Und da sehe ich in erster Linie das Regelwerk von Paris. Das hängt nur am Emissionshandel. Und da müssen wir auch jetzt zu transparenten, nachvollziehbaren Verhandlungen kommen, die den Entwicklungsländern das Gefühl vermitteln, sie sind nicht ausgeschlossen, nur weil wir vielleicht digitalen Divide in einer Welt haben und die virtuellen Verhandlungen natürlich völlig unvergleichbar gegenüber physischen Verhandlungen sein werden. Dann möchte ich eine Frage an Sie alle oder eine offene Frage sozusagen an Sie stellen, denn Sie haben ja alle drei Erfahrungen, jede Menge Erfahrungen mit und auf Klimagipfeln. Es war vor Paris ja auch so, dass diese nationalen Klimaschutzziele immer so nach und nach reingekleckert sind. Ich weiß noch, wie das durch die Medien gegangen ist, als China dann im September, glaube ich, seine INDCs damals noch dann publiziert hat. Womit ist denn in diesem Jahr zu rechnen, wo sozusagen der Kulminationspunkt Klimagipfel fehlt? Kann es sein, dass so ein bisschen wie zu Uni-Zeiten, wenn eine wichtige Prüfung abgesagt wird, dass man sich so ein bisschen zurücklehnt und denkt, oh, mache ich das halt morgen? Also kann es sein, dass dem ganzen Prozess da jetzt so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wird und das Tempo zurückgeht? Sie gerne, Herr Obergassel. Ja, also die Gefahr besteht natürlich, also jetzt mal rein vom formellen Fahrplan sollte das eigentlich nichts ausmachen, weil die Vereinbarung in Paris war nicht Vorlage zu Glasgow, sondern Vorlage 2020. Und das gilt weiterhin. Insofern sollte das eigentlich durch die Verschiebung des Gipfels nichts ändern. Aber es ist natürlich... Ja, Glasgow sollte die Bestandsaufnahme machen und der Druck ist jetzt natürlich erstmal weg, dass, wenn es keine COP gibt, die Bestand aufnimmt, dass dann vielleicht politisch in der Tat der Druck weg ist, oder zumindest ein Stück weit. Ich finde es deswegen wichtig, dass die EU-Kommission gesagt hat, dass sie an ihrem Fahrplan festhalten will, dass sie das Klimathema und den Green Deal weiterhin als Priorität betrachtet, auch in Zeiten von Corona, dass weiterhin wie vorher geplant dieses Jahr die Diskussion laufen soll, ob die EU ihr Ziel anschärfen kann. Ich hoffe, dass das eine Signalwirkung auch für andere Länder hat und dass die EU, Großbritannien und andere da auch entsprechende, ja, die diplomatischen Kanäle nutzen, um auch auf andere Länder einzuwirken, dass sie auch beim Fahrplan bei der Stange bleiben. Großbritannien hat es da ja auch durchaus bemüht. Fragezeichen ist allerdings bei den ärmeren Ländern, wie es mit deren Kapazität aussieht. Also die werden jetzt wirklich alle Hände voll damit zu tun haben, mit der Corona-Krise umzugehen. Und inwieweit dann in ärmeren Ländern noch die Kapazität dazu da ist, sich um Klimapläne zu kümmern. Könnte man da vielleicht in der Tat sagen, dass es für diese Länder vielleicht wirklich erstmal nicht so die Priorität sein muss. Aber bei den großen Emittenten, G20 und andere, würde ich da schon drauf pochen, dass sie da weiter in der Spur bleiben sollten. Halten Sie, Herr Höhn und Herr Schwarzer, das auch? Gerne. Vielleicht kann ich da kurz einhaken, genau. Ich glaube, die COP hat zwei Funktionen. Das eine ist, das Regelwerk festzulegen und da ist die Verschiebung, wie Raimund Schwarz schon sagte, sehr unglücklich, denn das Regelwerk ist überfällig, das hätte schon lange beschlossen werden müssen. Und der zweite Punkt, weswegen die COP wichtig ist, sind diese nationalen Klimaschutzziele. Und da gibt es
Gibt es auch Argumente dafür, dass es besser ist, das etwas später zu machen? Zwei wären, das eine ist, um diese Klimaziele wirklich zu erhöhen, muss man einen diplomatischen Prozess laufen lassen. Alle Regierungen müssen miteinander sprechen, da müssen sich Koalitionen bilden, da müssen Länder vorangehen. Alle hatten gehofft, dass EU und China vielleicht vorangehen. Da wird es vielleicht dabei bleiben, dass, wenn Deutschland die Ratspräsidentschaft hat in der EU, dass dann im September es dazu kommt, dass die beiden Länder gemeinsam etwas vorschlagen. Das könnte sein. Aber erst wenn diese großen Länder etwas gesagt haben, dann werden die kleinen nachkommen. Und wenn wir dann die COP etwas nach hinten verschieben, ist etwas mehr Zeit, solch einen diplomatischen Prozess auch durchzuführen. Der ist derzeit gar nicht möglich in der Corona-Krise, weil niemand den Kopf frei dafür hat. Außerdem positiv wäre, dass wenn die COP im nächsten Jahr wäre, dann wäre die Wahl in den USA schon durch. Und da kann es ja dazu kommen, dass es ein anderer Präsident wird. Wenn das so wäre, dann wäre das ein sehr gutes Signal. Und dann könnte auch die USA wieder einsteigen. Und dann können auch andere Länder mit einsteigen. Derzeit sehen wir sehr, sehr wenig Länder, die überhaupt was vorgeschlagen haben. Also wir haben vier gerade auf der Liste und das sind die kleinsten Länder. Es gibt kein einziges großes Land, das schon einen Vorschlag gemacht hat. Es gibt leider einige große Länder, die schon gesagt haben, sie werden keinen Vorschlag machen. Das ist natürlich ein sehr, sehr negatives Signal. Deswegen brauchen wir hier, um das Klima zu schützen, positive Vorreiter. Die sehen wir leider noch nicht. Ja, ich würde das gerne nochmal unterstützen, also eher kritischer noch sehen. Wir eigentlich hätten die Vorschläge schon im Februar da sein müssen, wenn man streng nach dem Wortlaut des Pariser Abkommens geht, eben genau um diesen Vorlauf zu gewährleisten, ist es gedacht. Also dass nicht zu Glasgow am Abend davor die Vorschläge kommen, das ist nicht der Diplomatie förderlich. Das ist nicht geschehen, wie wir wissen. Es haben einige Länder, leider etwa Japan, erklärt, dass sie gar nichts machen. Und ich bin da eher pessimistisch, dass das jetzt die Lage verbessert, dass das verschoben wird, sondern ich befürchte, das bestärkt eher noch darin. Wir wissen nicht, wie lange diese Pandemie dauern wird. Wir wissen nicht, wie diese Veranstaltung fallen wird. Ich glaube, eine sicher nachvollziehbare, aber ungute Logik ist, da also zuzuwarten, ehe jetzt nach vorne geprescht wird mit weitgehenden Vorschlägen. Ich sehe da also eher schwarz, dass das jetzt ein Gewinn für die Verhandlungen ist und dass wir damit in bessere Verhandlungen gehen. Wenn wir die USA sehen, dürfen wir natürlich nicht nur sehen, dass die nach der Mechanik, so wie das Paris-Abkommen vorsieht, tatsächlich wählen werden, sondern die tatsächliche Wahl wird durch die politischen Bedingungen in den USA gesteuert. Dass man dann mehr Luft hat am Ende heraus, macht weder die Wahl von Biden wahrscheinlicher noch gegenüber der Wahl von Trump, als wenn wir wenig Zeit hätten. Insofern, ich glaube, diese für die Verhandlungen sehr, sehr entscheidende Frage der Teilnahme der USA wird durch die Verschiebung in keiner Weise, jedenfalls nicht positiv beeinflusst. Ich habe noch eine Frage, bevor ich dann auf die Fragen von Ihnen da draußen eingehe. Ich habe Analysen gelesen, die sagen, dass wenn man sich den Rückgang der CO2-Emissionen anguckt, die man jetzt aufgrund der Corona-Situation schon verzeichnen kann, dass man daraus davon ausgehen kann, dass die CO2-Emissionen gegenüber 2019 um gut 4% zurückgehen. Das, Herr Schwarz, Sie hatten mir sogar noch eine größere Zahl vorher genannt. Und das wäre, wenn das stimmt, der größte Rückgang über alle Krisen und Kriege hinweg. Wenn man jetzt aber weiß, dass um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, die globalen Emissionen um 6-7% jährlich sinken müssten, das heißt, der aktuelle Einbruch müsste nochmal um die Hälfte verstärkt werden und das müsste dann jedes Jahr wiederholt werden, da schlage ich ja fast die Hände über den Kopf zusammen und sage, ist das überhaupt zu stemmen, wenn ich mir angucke, wie anders das Leben da draußen ist als vor einem halben Jahr? Halten Sie das für umsetzbar tatsächlich? Vielleicht sollte ich zunächst noch mal korrigieren. Also die Studie selbst ist in Auftrag gegeben. Es sind allerdings zwar einige renommierte Institute, Cicero etwa, beteiligt, also aus Norwegen. Und die haben noch mal selber nachkorrigiert von den 4 auf 5,5%, also circa 2 Gigatonnen, die sie erwarten. Natürlich ist das nur ein Szenario und hängt entscheidend, wie Herr Höhne gesagt hat, an der Dauer. Also, keiner von uns weiß, wie lange es dauert,
es kann auch deutlich über 6% hinausgehen. Also es wäre genauso ein Szenario wie das 5,5% Szenario. Interessant ist immer nur, wie bei allen anderen Szenarien, was sind die Dynamiken, die man darin erkennt. Man sieht, es hängt eben ganz stark daran, wie die Rohstoffmärkte, also besonders die Energiemärkte, sich entwickeln. Das wird viel gesteuert über die Entwicklung am Rohölmarkt, diese Prognose. Und insofern kann man ein bisschen was an Dynamiken erkennen. Man kann daraus nicht viel abschätzen, was tatsächlich passiert, weiß also tatsächlich keiner. Es kann viel mehr, kann viel weniger sein. Aber die Skala, auf der wir jetzt hier verhandeln, nämlich also 4 oder 5,5%, ist etwas, was in der Industriegeschichte einmalig ist, also mit nichts vergleichbar. Zweiter Weltkrieg, alle großen Rezessionen, selbst der 20er Jahre, fallen deutlich hinter das zurück. Insofern, und die Finanzkrise ist also ein Viertel von dem, auf der Skala, von der wir jetzt sprechen. Insofern kann man schon sagen, was wir da vor uns haben, ist schon etwas, was größenordnungsmäßig mit nichts vergleichbar ist. Und wir können auch nicht einfach die Finanzkrisenrezepte jetzt übertragen auf eine völlig andere Skala. Aber vielleicht möchten Sie auch was zu sagen. In der Tat, ich würde dem sehr zustimmen. Also es gibt eben diese ersten Zahlen, aber wir haben gerade mal das erste Quartal des Jahres 2020 durch und da kommen noch drei Quartale, von denen wir wirklich nicht wissen, was passiert. Insofern können das alles nur Schätzungen sein. Und ob das nun 4 oder mehr Überschläge, ich könnte 7 oder sogar 10% werden, je nachdem, was man annimmt, was in der nächsten Zeit passiert. Das ist noch nie da gewesen, aber ist jetzt ganz sicherlich kein Beispiel für Klimaschutz. Wir haben einfach die gesamte Wirtschaft auf Stopp gesetzt. Wir bewegen uns überhaupt nicht mehr. Industrieproduktion ist gestoppt. So kann Klimaschutz natürlich nicht funktionieren und soll es auch nicht funktionieren, sondern man muss das eben effizienter machen, neue Technologien einsetzen und so weiter. Also das ist ein großer Einschnitt. Das Wichtige ist, und das wollen wir alle, dass die Wirtschaft wieder läuft. Aber wie sie läuft, das ist eben der große Punkt. Und hier ist es, glaube ich, das Allerwichtigste jetzt, wenn wir aus diesem Dornröschenschlaf wieder aufwachen, wie wir aufwachen und welche politischen Maßnahmen wir umsetzen, um eben uns in eine klimafreundliche Wirtschaft zu entwickeln und nicht nur in eine andere. Und da sehe ich eine große Gefahr, ehrlich gesagt. Das schlechteste aller Entwicklungen wäre, wenn die Wirtschaft etwas in die Knie geht, dann wieder hochgeht, aber in dieser Zeit die schon getätigten Klimaschutzmaßnahmen zurückgefahren werden, gesagt werden, oh, jetzt ist die Krise da, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln und Klima ist kein Problem oder ein Problem für später. Und dann werden Klimaschutzmaßnahmen zurückgefahren und wir enden am Ende bei höheren Emissionen, als wir das vorher gesehen haben. Das war das schlechteste aller Szenarien. Ein viel besseres Szenario wäre, wenn wir aus der Not eine Tugend machen und die Wirtschaft in so einer Weise ankurbeln, dass wir eben Konjunktur und Klimaschutz verbinden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber wie kann das, Entschuldigung, Herr Obergassel, sagen Sie? Ja, wenn ich kurz noch was dazu sagen kann, Sie hatten ja auch nach der Machbarkeit gefragt. Also es ist vollkommen richtig, das hat ja auch der Weltklimarat IPCC in seinem Sonderbericht zum 1,5-Grad-Limit gesagt. Es bedarf einer Anstrengung, die bisher präzedenzlos ist. Und der IPCC sagt, wirtschaftlich ist das darstellbar, technologisch ist das darstellbar. Das große Fragezeichen ist, wird die Politik und wir insgesamt, damit sind nicht nur die oben gemeint, sondern auch wir insgesamt als politische Gemeinschaft und Gesellschaft in der Lage sein, entsprechend umzusteuern. Und bisher hat die Politik ja noch nicht mal wirklich ernsthaft versucht. Im Gegenteil, gerade hier in Deutschland stand die Politik ja eher auf der Bremse mit den Deformierungen des EEG, mit dem Nichthandeln im Verkehrs- und Gebäudebereich. Also da wäre schon in der Vergangenheit deutlich mehr gegangen und da wäre auch jetzt deutlich mehr möglich. Und wichtig wäre eben, dass, wie Niklas Höhne gerade gesagt hat, eben jetzt, wenn die Politik jetzt jede Menge Geld in die Hand nehmen wird, um, wenn das Schlimmste der unmittelbaren Krise vorbei ist, dann die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, dass das dann halt in die richtige Richtung geht. Also eins der Ziele im Pariser Abkommen ist ja genau, dass alle Finanzströme konsistent sein sollen mit den Zielen des Pariser Abkommens.
Und das müsste jetzt insbesondere für das Geld gelten, was die Regierungen in die Hand nehmen, um dann aus der Krise wieder rauszukommen. Da steht im Chat die so schöne Frage, die da wunderbar reinpasst, nämlich, aber wo sitzen denn die wirklichen Entscheider, die genau diese Weichenstellung dann beeinflussen in die dann hoffentlich richtige Richtung? Und welche Maßnahmen sehen Sie da als die wirklich essentiellen? Ja, aus meiner Sicht sind die Entscheider in den Regierungen, die sich jetzt überlegen, wie wir aus der Krise wieder rauskommen. Wenn man sich anschaut, in der Finanzkrise gab es schon Konjunkturpakete der Regierung damals. Damals war ein großer Fokus gelegt auf energetische Gebäudesanierung. Das ist etwas, wo wir sehr hinterherhinken, auch in Deutschland. Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, müssen wir den gesamten Gebäudebestand energetisch sanieren. Und da kommen wir nur schleppend voran. Da könnte man Geld investieren, entweder direkt öffentliche Gebäude zu renovieren oder andere unterstützen durch KfW-Kredite und so weiter. Man könnte Kauf- und Abwrackprämien machen zugunsten klimafreundlicher Heizungen. Alles ist sehr jobintensiv, kann die Wirtschaft ankurbeln und ist auch vor 10 Jahren eben damals schon gemacht worden. Und das wäre für mich eine ganz klare Maßnahme. Und die zweite wäre eben die erneuerbaren Energien weiter fördern, insbesondere Photovoltaik auf Dächern. Auch hier sind viele Arbeitsplätze involviert. Das ist auch unendlich wichtig für die Energiewende. Insofern muss das gemacht werden. Einen dritten Punkt habe ich vielleicht noch, und das ist, eigentlich müsste man, und das ist jetzt schon ein Problem, die Strom- und Brennstoffbesteuerung reformieren. Wir müssen langfristig auf mehr Strom als Energieträger setzen und wegkommen von Kohle, Öl und Gas. Derzeit wird aber Strom besonders besteuert, auch die EEG-Umlage. Aus gutem Grund ist die erstmal auf Strom, aber die macht den Strom teurer. Man müsste im Prinzip das gesamte System reformieren und Strom weniger belasten, dafür Brennstoffe mehr. Und da ist gerade jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, denn die Ölpreise sind niedrig. Und in so einem Fall, wenn eben die Ölpreise niedrig sind, dann ist es immer einfacher, solche Änderungen am Steuersystem vorzunehmen, weil die negativen Auswirkungen dann weniger ausfallen. Also das wären 3 wichtige Schritte. Es gibt noch mehr, aber ich lasse den anderen auch noch Ideen. Ja, also letztendlich müsste man halt in allen Bereichen ran. Also Gebäude hat Niklas Höhne schon genannt und Strom. Elektrifizierung des Verkehrs. Es müsste eigentlich die Fahrzeugflotte komplett ausgetauscht werden, möglichst schnell. Alle Verbrenner möglichst schnell runter. Einige Länder haben da ja auch schon Verbote für die Zukunft geplant, also dass ab bestimmten Daten einfach Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nicht mehr verkauft werden dürfen. Das könnte Deutschland auch einführen, und zwar mit einem möglichst frühen Datum. Dann Infrastruktur muss natürlich entsprechend ausgerichtet werden. Elektrifizierung an den Autobahnen, damit auch LKWs elektrisch fahren können. Da könnte man anscheinend laut Studien, könnte man mit einer Verstromung des relativ geringen Anteils der Autobahnstrecken schon relativ viel erreichen, weil die Warenströme eben dann doch relativ konzentriert sind. Es müssen aber letztendlich auch die Städte umgebaut werden, um halt den verkehrsfreundlichen Verkehrsträgern mehr Raum zu geben. Oslo beispielsweise, da werden gerade Parkplätze abgebaut und umgewandelt in Fahrradwege und öffentliche Flächen. Auch eine Menge, was man da in Bewegung setzen muss. Dann in der Industrie beispielsweise Umstieg auf grünen Stahl und andere Basiserzeugnisse. Wird eh nur funktionieren, wenn es von staatlicher Seite angeschoben wird und gezogen wird. Also geschoben einerseits durch Fördermittel und andererseits muss der Staat eben dafür sorgen, dass dann auch ein Markt für solche grünen Stahl und andere Produkte vorhanden ist, weil zumindest vorläufig wird der teurer sein. Aber auch da gibt es Instrumente, die Kosten auszugleichen oder vorzuschreiben, was überhaupt noch verkauft werden darf. Also es gibt schon eine ganze Menge Stellen, wo man ansetzen kann,
Um da mal konkret reinzugehen, über welche Zeiträume sprechen wir denn da? Ich meine, Kohleausstieg soll bis 2038 vollzogen werden. Die andere Zahl, die immer mitschwingt, ist Halbierung der CO2-Emissionen oder der Treibhausgasemissionen bis 2030. Herr Obergassel, sagen Sie sozusagen Stahlherstellung durch grünen Strom zu ermöglichen. Die Wasserstoffstrategie war viel in den Medien in den letzten Monaten. Über was für Zeitskalen reden wir denn tatsächlich, wenn wir über diese Maßnahmen reden? Ja, ist nach Sektor. Das Sektor natürlich sehr unterschiedlich. Also Kohleausstieg wäre unserer Meinung bis 2030 durchaus möglich, wenn man da ambitioniert rangeht. Die Umstellung der Grundstoffprozesse in der Industrie ist natürlich nicht innerhalb von 10 Jahren zu machen, sondern da muss man wirklich eher 2-3 Jahrzehnte anpeilen. Verkauf oder Verbot des Neuverkaufs von Fahrzeugen ist auch was man, ich glaube, in einigen Ländern ist das schon ab 2025 angesetzt, dass dann dort konventionelle Fahrzeuge nicht mehr verkauft werden dürfen. Also es kann man so nicht über den Bogen schlagen, sondern es gibt Maßnahmen, die wirklich sehr schnell greifen können. Und andere, etwa Industrie, brauchen in der Tat eher einen längeren Vorlauf. Besteht denn da die Gefahr, ich kann mich erinnern, auch aus einer politischen Partei schon die Forderung gehört, gelesen zu haben, dass man die klimapolitischen Zielvorgaben der EU doch jetzt zeitlich ein bisschen kreativer auslegen, also sprich strecken sollte. Die Gefahr ist, dass der Green Deal der EU-Kommission möglicherweise nicht mit dem nötigen Tempo umgesetzt werden wird. Besteht denn die konkrete Gefahr, dass jetzt nach der Corona-Krise all diese auch schon Ausstiegsdaten, dass das alles sozusagen im Kielwasser dieser Pandemie dann zusätzlich nach hinten verschoben wird? Ja, es sind ja leider nicht nur politische Parteien, sondern auch Polen, Tschechien haben sich auch auf Regierungsebene schon in die Richtung geäußert, dass man mit dem Green New Deal jetzt erstmal halblang machen sollte. Klar, die Akteure, die ein Interesse daran haben, dass es so weiterläuft wie bisher, die sind natürlich auch aktiv. Raimund Schwarzer hat auch schon die Flugindustrie angesprochen, dass da die ICAO-Regeln da verwässert werden sollen. Also dass es von einiger Seite gefordert wird. Da kann man eben nur sagen, der Klimawandel wartet nicht. Wir hatten in Europa den wärmsten Winter überhaupt in den Aufzeichnungen. Wir gehen jetzt anscheinend wieder einem Dürresommer entgegen, was die derzeitigen Prognosen sagen. Das wäre insofern, ja, es besteht das Risiko, dass diese Akteure Oberwasser kriegen, aber da kann man eben nichts anderes machen, als mit aller Kraft dagegen zu halten und darauf zu verweisen, dass das Klimaproblem sich jetzt nicht schlafen legt, während wir uns mit dem Corona-Problem auseinandersetzen. Herr Schwarz, und vielleicht an Sie als Ökonomen die Frage. 2008 nach der Weltwirtschaftskrise sind ja auch bei den Konjunkturprogrammen einige, sagen wir mal vorsichtig, Fehler gemacht worden, aber nicht alles ist sozusagen auch schiefgelaufen, wie auch Herr Fischedick vom Wuppertal-Institut ja letztens nochmal im Statement unterstrichen hat, dass es dort auch Beispiele gab, aus denen man jetzt durchaus lernen könnte. Herr Schwarze, könnten Sie denn irgendwie konkret Fehler sagen, von denen man sagen darf, die von damals, die darf man auf gar keinen Fall wiederholen, oder dort haben wir gute Erfahrungen mit diesem oder jenem gemacht und das sollten wir uns als Vorbild nehmen? Gut, unterm Strich ist nicht viel rausgekommen. Wenn man sich die weltweite Entwicklung anguckt, dann muss man sagen, also der kleine Blip 2008, 2009 ist im Trend, negiert er sich. Man sieht keine positiven Wirkungen in der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Insofern bin ich da ein bisschen skeptisch. Es mag für einzelne Länder durchaus auch einzelne Maßnahmen gegeben haben, die gut waren. Aber unterm Strich ist da nicht viel bei rausgekommen nach der Finanzkrise 2008, 2009. Ich würde hier auch sowieso sagen, wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein, da sozusagen große Hoffnungen dran zu hegen, was den Wiederaufbau angeht. Also der Vorrang wird sein, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Länder sagen, jetzt ist erstmal die Gesundheitsinfrastruktur die richtige Antwort auf die Pandemie, nicht das EEG oder die Wärmepumpe, sondern hier werden erkennbar Schwächen, Verletzlichkeiten deutlich, mit denen auf die geantwortet werden muss. Auch in langfristig angelegten Wiederaufbauprogrammen wird die Gesundheitspolitik Vorrang haben müssen und nachvollziehbar haben.
in dem, was weltweit passiert. Das Ganze ist auch nicht ein Thema in Industrieländern. Die schlimmen Entwicklungen sehe ich ja erst noch voraus in Afrika, in Asien, wo die Schwächen der Gesundheitsinfrastruktur viel größer sind, als sie es in Europa sind. Und als Folge muss natürlich auch dann bei der Schwerpunktsetzung des Wiederaufbaus, selbst in langer Frist, Gesundheitspolitik vor Umweltpolitik oder mindestens gleichrangig stehen. Insofern Vorsicht mit Wunschlisten. Wir werden sicher auch Anforderungen aus anderen Sektoren bekommen, die genauso gut begründet sind. Denn dort geht es in der Tat um Leben und unmittelbare Bedrohung der Umstände. Es ist nicht die letzte Pandemie. So schlimm, wie sie jetzt schon ist, wird es nicht die letzte sein. Das wissen wir. Und insofern bin ich ein bisschen Wasser in Wein, was die Hoffnungen angeht. Das ist jetzt die große Wende zum Klimaschutz. Das schafft die Transformation im Klimaschutz. Das wird Element sein. Man kann die positiven Elemente aus der Finanzkrise aufgreifen. Ich persönlich sehe die Entscheider jetzt hauptsächlich in der EU. Wir müssen sehen, dass wir in der EU den Green Deal quasi zur Verfassung erheben. Das darf nicht mehr als vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. So wie jetzt Grundrechte nur vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, darf auch der EU Green Deal nur allenfalls vorübergehend, wie immer schlimm diese Krise ausgehen mag, außer Kraft gesetzt werden. Und da sehe ich sozusagen die Standfestigkeit in der Führung der EU wird ein Schlüssel sein für Erfolg oder Misserfolg. Er ist ja auch global angelegt. Es soll ja nicht auf Europa beschränkt sein. Es soll ja im Grunde gezeigt werden, wie man Wachstum und Klimaschutz verbinden kann. Das Paradigma ist genau das Richtige, um wieder einzusteigen nach der Pandemie-Rezession. Aber genau mit dem Argument und dem Bewusstsein, dass sozusagen die Konjunkturprogramme alle immer auch mit einem Klimaschutzimpuls verbunden sein müssen, können Sie sich vorstellen, aus welcher Richtung da Widerstände zu erwarten sind und mit welchen Argumenten die ins Feld reiten werden? Ich hatte ja gerade eins erwähnt. Wir werden sehen, dass es Gesundheitsinfrastrukturanforderungen geben wird, breit, dass viele Dinge, sagen wir mal, auch im internationalen Welthandel neu strukturiert werden müssen. Ich sage auch mal so, wir werden sehen, dass es praktisch vieles nicht geht. Also der Green Climate Fund müsste in diesem Jahr mit 100 Milliarden und zwar jedes Jahr bestückt werden. Mit einer eingefrorenen Wirtschaft, so wie sie ist, wird das nicht gehen. Selbst wenn wir also guten Willen einen Moment unterstellen, wird es praktisch nicht möglich sein. Das heißt, wir müssen ein breit angelegtes Wiederbelebungsprogramm haben, um überhaupt diese strukturellen erwünschten Verschiebungen zu ermöglichen. Wenn alles gelähmt ist, ist nichts zu machen. Insofern glaube ich, wir werden einerseits mit dem Argument, wir müssen jetzt mal schnell die Wirtschaft wieder anschieben, damit überhaupt so eine grundlegende Funktionsfähigkeit wieder da ist, Widerstände bekommen. Und wir werden Widerstände bekommen, dass es begründete Anforderungen aus anderen Sektoren für die Wiederaufbaumittel gibt. Herr Höhne, Sie nicken so ein bisschen, als wollten Sie ergänzen. Ja, dem stimme ich zu. Also ich glaube, dass es wichtige Prioritäten gerade gibt, auch die wichtiger sind als das Klima, ganz klar. Die Gesundheit geht davor. Aber ein Argument, doch noch ein bisschen auf Hoffnung zu setzen, wäre, dass die Mittel aber auch ein Vielfaches größer sind, die derzeit in die Hand genommen werden, als damals in der Finanzkrise. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung vor 10 Jahren war ungefähr 6% des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt hat die Bundesregierung schon 28% des Bruttoinlandsprodukts in die Hand genommen, um die Corona-Krise zu bewältigen. Also das sind einfach Größenordnungen mehr, die hier in die Hand genommen werden. Und wenn davon nur ein kleines bisschen für Klimaschutz aufgewendet wird, dann stünden wir schon besser da. Also insofern hätte ich da schon noch ein bisschen Hoffnung. Die wirtschaftliche Situation ist nicht gut und wenn die Wirtschaft stoppt, dann können wir nichts mehr machen. Aber ich würde da die Hoffnung nicht aufgeben. Ein weiterer Punkt ist noch, was nicht passieren darf, ist, dass unter dem Radar, weil jetzt alle an Corona denken, Regelungen zurückgedreht werden im Klimaschutz. Beispiel wären eben, hatten wir schon einige genannt, die Autoindustrie klagt darüber, dass sie jetzt Strafen zahlen muss, weil sie die CO2-Standards nicht eingehalten hat. Und diese fordert eben, dass sie nicht gezahlt werden. Oder die EEG-Umlage für Eigenproduktion, da gibt es eine unklare Regelung, die soll jetzt klarer gemacht werden, entweder zugunsten oder zu Ungunsten des Klimas. Da gibt es eben verschiedene
Dinge, die jetzt, weil alle auf Corona gucken, vielleicht irgendwo unter dem Radar geändert werden. Und darauf sollte man achten, dass das wenigstens nicht passiert. Weil, wie gesagt, das ist das Schlechteste aller Ergebnisse aus der Corona-Krise, dass wir das bisschen Klimaschutz, das wir schon haben, dann noch zurückdrehen. In meinen Augen mit der Ausrede, dass das Corona bedarf. Ja. Ich würde noch kurz hinzufügen, dass es bei vielen Maßnahmen auch mehrfache Nutzen geben kann. Also Regina Oehler hat in den Chat geschrieben, ist Umweltpolitik nicht gleich Gesundheitspolitik? Das würde ich unterschreiben so. Und man sieht jetzt auch schon, also es gibt wissenschaftliche Ergebnisse, dass die Corona-Sterblichkeitsrate anscheinend in Gegenden, wo eine hohe Luftverschmutzung vorliegt, deutlich höher ist als in Gegenden, wo die Luft sauberer ist. Insofern, wenn wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, da haben wir damit auch eine Menge für den Gesundheitsschutz erreicht, mittelbar und unmittelbar. Und auch das Thema Stärkung des Gesundheitswesens. Klimapolitik ist ja nicht nur Emissionsreduktion, sondern auch Anpassung an die Folgen des Klimawandels, wo auch viel Deutschland und andere Länder noch deutlich stärker eben auch deutliche Gesundheitsauswirkungen zu erwarten haben, wenn sich Krankheitserreger weiter verbreiten durch die Temperaturänderungen etc. Und insofern, wenn man jetzt als Folge der Corona-Krise Entwicklungsländer darin unterstützt, ihre Gesundheitssysteme zu stärken, dann hat man dadurch auch schon einen guten Schritt gemacht, was auch für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels erforderlich sein wird. Und wie kann man das sicherstellen, dass diese Förderung eben diese Klimaschutzkriterien auch berücksichtigen? Oder sollte man auch mal sagen, lassen wir jetzt außen vor tatsächlich ganz bewusst, auch wenn das nach Klimaschutzkriterien vielleicht eher kontraproduktiv sein könnte? Na, wen meinen Sie da jetzt? Wie kann man das sicherstellen? Also letztendlich müsste die Politik die Standards setzen. Die Weltbank hat jetzt gerade gestern, glaube ich, einen ersten Aufschlag gemacht. Eine Checkliste haben sie das genannt, wie man Corona-Recovery-Programme so gestalten kann, dass sie mit den Nachhaltigkeitszielen kompatibel sind. Das ist jetzt erstmal ein unverbindlicher Vorschlag und letztendlich müssen das natürlich die politischen Entscheider auf nationaler Ebene übernehmen. Die werden diejenigen, die in der politischen Verantwortung sind. Und wir alle sind aber natürlich in der Verantwortung, die Rollen zu spielen, die wir spielen können, da entsprechend an die Politik heranzutreten, dass sie das auch tatsächlich macht. Ich würde jetzt gerne noch mal ein klein bisschen die Fragen ein bisschen anders drehen, denn wenn man eins beobachten kann während der Pandemie jetzt, ist ja, dass die Rolle der Expertinnen und Experten eine ganz außergewöhnliche ist. Eine hohe Präsenz, offensichtlich auch mit gutem Gehör in der Politik tatsächlich. Es ist ja nicht so, dass es an wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch an wissenschaftlichen Hinweisen aus Experten und Expertenkreisen Richtung Politik gemangelt hat. Aber können Sie sich vorstellen, wie es denn möglich wäre, wie Sie als Experten mit einem Schwerpunkt Klima, mache ich jetzt mal so über einen Kamm geschoren, auch noch mehr Gehör in der Politik bei den Entscheidern finden könnten? Na gut, ich würde mal beginnen, weil ich gerade noch aus den, also ich bin im Rat von dem österreichischen Climate Center. Die haben im letzten Jahr, glaube ich, oder das Jahr zuvor war es schon, 2018, nochmal das Thema Gesundheit ganz nach vorne geschoben. Ich halte das nach wie vor etwas beispielhaft. Es zeigt, dass es tatsächlich eine ganz andere Dynamik auslöst, als die wir vielleicht bislang hatten. Insofern kann ich nur noch mal sagen, durchaus unter Berücksichtigung der Gesichtspunkte von Co-Benefit, also dass das alles eigentlich sehr gut zusammengeht, die Gesundheit zu erhalten, die Umwelt und das Klima zu schützen, dass das Thema auch Thema eines deutschen Klima-Assessment Reports werden müsste. Welche Gesundheitsfolgen hat eigentlich der Klimawandel für Deutschland, wenn ich an die nationale Politik denke, für Europa und in dem Sinne auch für die Welt? Also ich glaube, das müsste bis zum IPCC jetzt gedrungen sein, dass das das zentrale bewegende Thema sein dürfte, um richtig eine Dynamik auszulösen. Ich will keine
Notstandspolitik, so wie sie heute ist, ne, sondern eine strukturierte, langfristig angelegte Politik. Aber im Kern müsste dabei schon auch die Gesundheitsfolgen herausgearbeitet werden, weltweit und auf nationaler und europäischer Ebene. Eine Frage, ja, zurückzukommen mit dem Einfluss der Wissenschaft. Die Politik ist immer eine Abwägung. Die Wissenschaft kann nur, wenn dann Szenarien aufmalen. Und die Politik muss dann eben entscheiden und abwägen zwischen verschiedenen Prioritäten. Jetzt in der Corona-Krise, ich finde es bemerkenswert, wie sehr doch auf, in Deutschland jedenfalls, auf die Wissenschaftler eingegangen wird und wie hier sehr besonnen abgewogen wird und sehr besonnen auch in einer nicht dagewesenen Einheit sozusagen über die Parteien hinweg gesagt werden, so machen wir das auf der Basis der Wissenschaft. Vorbildlich, finde ich. Beim Klima ist das nicht so, ganz klar. Da ist aber, glaube ich, auch ein Problem, dass die Bedrohung nicht so unmittelbar ist, sondern die Bedrohung ist sehr weit weg. Die ist in der Zeit weit weg, die ist geografisch weit weg. Und deshalb kann man solche wissenschaftlichen Nachrichten mehr ignorieren, weil kurzfristig ist wichtiger als langfristig. Und nah ist wichtiger als fern. Und deshalb gibt es da ein Problem, finde ich, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Entscheidung mit eingebunden werden. Aber ich hätte jetzt Hoffnung auf der Basis dieser Erfahrung, dass das vielleicht in der Zukunft besser wird. Ja. Also gut wäre halt, wenn es institutionalisiert wäre. Da ist Großbritannien ja sozusagen die Best Practice und Vorreiter gewesen mit der Einrichtung des Climate Change Committee im Rahmen des britischen Klimaschutzgesetzes. Also ein wissenschaftliches Beratungsgremium ist dort eingesetzt worden, das mit einer sehr hohen Verbindlichkeit ausgestattet ist. Also in der Form, in der die Regierung sich das anhören muss, was die sagen und darauf reagieren muss, Parlament und Regierung sind da sehr verbindlich dran geknüpft, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Würde ich auch mir auch für Deutschland und die EU wünschen, eine derartige verbindliche wissenschaftliche Begleitung der deutschen Klima- und generellen Nachhaltigkeitspolitik. Muss man aber auch wieder sehen, das ist in Großbritannien nicht eingeführt worden, weil die Politik da irgendwie aufgeklärter wäre, sondern dass es dieses Klimaschutzgesetz gibt, war Ergebnis einer massiven zivilgesellschaftlichen Kampagne, die zigtausend Leute auf die Straße gebracht hat, um genau das zu fordern, die Big Ask Campaign. Und ich denke, darauf kommt es letztendlich immer wieder zurück. Es gibt sehr starke Beharrungskräfte, die davon profitieren, dass es so weitergeht. Und die werden eben nur überwunden werden, wenn auf der anderen Seite eine entsprechende Gegenmacht aufgebaut wird, die in die Richtung drängt, hin zu mehr Klimaschutz. Leider läuft die Zeit für das Webinar ab und deswegen würde ich noch eine abschließende Frage stellen. Herr Schwarze, vielleicht zunächst an Sie adressiert. Wir haben jetzt viel über staatliche Konjunkturprogramme gesprochen, über den Umbau von Städten, von der Wirtschaft und so weiter. Aber wie kann man uns denn alle als Privatperson, als Urlauber, als Familienväter, als Fleisch- oder Nicht-Fleischesser, also als Konsumenten mitnehmen? Geht das nur über staatliche Regulation oder über Eingriffe in die Preise? Ja, also wie nimmt man die Konsumenten mit? Ja, ganz wichtige Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Konsumenten mitgenommen werden müssen, dass die Bürger mitziehen müssen. Ich bin kein Anhänger der Technokratie, wo die Politik den Experten zu folgen hat, sondern letzten Endes ohne die Legitimation durch die Bürger wird keine Politik, so gut sie auch begründet ist, expertenseitig nachhaltig sein können. Deshalb ist es extrem wichtig, da Wege zu finden, das abzusichern. Ich finde jetzt erstmal, man sieht, die Bürger haben in vielen Ländern sehr gut mitgezogen bei den hohen Zumutungen, die da zu geben waren und zu leben waren, wenn die Argumente sie überzeugen. Wir müssen also es schaffen, sie in gleicher Weise von unseren Argumenten zu überzeugen, wie das jetzt mit der Corona-Gefahr geschafft wurde. Ich fand mein bisher bestes Erlebnis in der Krise, ich habe an dem Hackathon mit teilgenommen, wo ganz viele Menschen sich Gedanken machten, wie können wir die Krise jetzt bewältigen. Es war ein wunderbares Erlebnis, sehr viele junge Leute, fantastische Ideen, wie können Kranke
in Intensivstationen mit anderen Kranken in Intensivstationen sich in Verbindung setzen, um sich auszutauschen über Krankheitserfahrungen. Nur so ein Beispiel, es gab hunderte von Vorschlägen. Ich glaube, dass die besser fast waren als die Vorschläge, die von den Experten kommen. Die waren doch recht konventionell. Also insofern eine Bereicherung durch die Beteiligung der Bürger in solchen Bürgerforen wird für mich der Schlüssel sein, um A, die Menschen mitzunehmen und B, die besseren Lösungen zu finden, als die, die wir selbst als Experten entwickeln können. Ich nehme mich da auch gerne zurück gegenüber dem Ideenreichtum der jungen Leute, gerade im Bereich der digitalen Techniken, die jetzt sicher in der Zukunft angesagt sind. Ja, wir oder ich vielmehr muss jetzt einen Schlussstrich ziehen. Die Zeit dieses Webinars ist abgelaufen. Herr Höhne, Herr Obergassel, Herr Schwarze, ich möchte mich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns für diese Fragen zur Verfügung standen. Aber mein besonderer Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen da draußen mit ihren zahlreichen Fragen. Danke für Ihr Interesse. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Und ja, wir hoffen, dass auch Sie vieles, so wie ich, in diesem Webinar lernen konnten. Vielen Dank und ich hoffe auf ganz bald in alle Richtungen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke.